So schön mit dem Sonnenaufgang hier. Etwas fleißig war ich schon, aber das war noch dunkel, darum konnte ich die Kamera noch nicht aufstellen. Das hier alles mal ein bisschen planiert. Wir müssen hier einen Acker planieren und ja, mit der Raupe wieder mal. Und ich habe das jetzt alles mal hier gemacht von morgen im Dunkeln schon. Jetzt geht die Sonne langsam auf. Jetzt sieht man auch was, ich stelle auch die Kamera wieder auf. Aber guck mal eben, also hier war ein Erdhaufen, die habe ich glatt gemacht und festgefahren. Hier sieht man, da habe ich mal Spur an Spur gefahren, das Ganze ein bisschen festgefahren, dass es ein bisschen angedrückt ist. Ich denke mal, das kann man so lassen. Einer, und das fand ich ganz geil, hatte mich gefragt, du sag mal Gio, oder in die Kommentare geschrieben, was, wofür sind eigentlich hinten die Haken? Das ist, wenn die Raupe mal einen Berg runterrutscht, dann hast du immer was zum Bremsen. Nein, das ist ein Heckaufreißer. Das kannst du den Untergrund mit auflockern, oder wenn du jetzt verwurzelten Boden hast, da einmal durchgrubbern. Oder wenn du festgefahren im Boden hast, einmal ein bisschen durchgrubbern. Also das sind ja Ripper und die können den Untergrund ein bisschen auflockern. Oder ich habe auch schon mal Boden gehabt, wo ich mit der Raupe nicht reingekommen bin, weil er so knüppelhart war. Da habe ich ein bisschen über Kreuz gezogen mit den Heckaufreißern. Zeige euch mal eben, welche das sind. Und dann hast du den Untergrund ein bisschen aufgelockert. Hier, das sind die Heckaufreißer. Die Ripper auch genannt. Die gehen dann in den Untergrund und lockern den Boden auf. Hatten wir im letzten Vlog, vielleicht kann Kilian das mal einfügen. Genau, der fährt dann runter und dann hast du 40, 50 cm aufgelockerten Boden. Ja, den Boden hier müssen wir verteilen. Ich muss mir jetzt erstmal eine Straße durchkämpfen hier. Guck mal, hier ist alles nass. Hat die letzten Tage geregnet. Genau, hier müssen wir einmal durchschieben und hier mal vernünftig aufräumen. Und hier in das Loch hier muss der Boden wieder reingeschoben werden. Alright, geht los. Wir versuchen hier seit 9 Uhr heute Morgen diese scheiß Raupe zu bergen. Oder die Raupe ist ja nicht scheiße, ist ja ein Fehler 47 zwischen Joystick und Sitz. Auf jeden Fall ist die Raupe hier eingesunken, Leute. Aber so tief eingesunken, dass ich gedacht habe, Sikerem. So richtig Sikerem, Alter. Das ist hier so weich, hier geht gar nichts. Hier, auch schon weg der Bagger. Ich habe die Raupe jetzt ein bisschen freigebaggert, die hat sich komplett festgesetzt. Das habe ich gerade mal angerufen, jetzt kommen noch mal ein, zwei Jungs aus meinem Team. Hier habe ich schon eine Kerbe reingemacht, das ärgert mich am meisten. Scheiße hier. Ach Mann, ärgerlich. Also hier könnt ihr gucken, hier ist sie richtig fest. Die sitzt richtig schön tief. Meine tief drinne ist ja gar nicht so schlecht, aber das ist richtig Katastrophe hier gerade. Ich habe mir immer gesagt, Mensch, wie kann man so doof sein, wie kann sowas sein? Aber das geht mir immer schneller als Haare schneiden. Also ich habe geschoben, Rückwärtsgang, weg war die Raupe.
Die Raupe ist jetzt draußen, aber jetzt haben wir ein Problem mit dem Getriebe. Die fährt gerade nicht richtig, die will nicht mehr, leider. Jetzt haben wir Liebherr angerufen und da muss ich an Liebherr an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen. Liebherr ist jetzt gerade unterwegs, beziehungsweise kommt hier gerade an. Zeige ich euch mal. So, jetzt ist es TAS oder tagsüber die Bergungsaktion, davon haben wir ein bisschen was gefilmt. Ich war auch ein bisschen im Stress und gestern Abend war der Akku auch noch leer, war auch kalt, nasskalt, hat nur 3 Grad, das heißt der Akku macht auch nicht lange. Aber ich hoffe, ein bisschen Material haben wir hier gesammelt. Diese Schlauchschnacker, ne? Ja, wie kann das passieren? Ohne Scheiß, ich habe das immer in Videos gesehen, habe mir gesagt, wie kann sowas sein, wie doof muss man sein? Leute, ich bin vorwärts gefahren, Rückwärtsgang reingemacht, die Raupe war komplett. Die ist einmal mit dem Arsch weggedriftet und dann ist sie wie ein Stein untergegangen. Das sieht man jetzt auch hier. Guck mal, ich stell mich mal hier hin. Das ist das Niveau, wo die Raupe drauf stand. Und das war um 10 Uhr. Um 18 Uhr war sie auf diesem Niveau hier. Also wir haben gestern gemessen, das waren 2,80 Meter. 2,80 Meter ist sie gesunken, wie ein Stein. Sowas habe ich noch nie erlebt. Mit 2 Baggern und 7 Mann haben wir hier die Raupe gestern geborgen. Ja, jetzt ist Liebherr da und die Raupe hat Dreck gezogen oder Wasser gezogen und hat jetzt keine Leistung mehr und er tauscht jetzt die Kraftstofffilter und dann hoffe ich, dass die gleich wieder läuft. Also müssen wir abwarten. Ich muss jetzt Rede und Antwort stehen. Wir machen das jetzt, Leute, in Zukunft immer, weil so viele Fragen sind und ich weiß nicht, wann ich die verpacken soll. Darum packen wir jetzt mal in jeden Vlog. Wir versuchen das mal. Fragen. Ihr könnt uns Fragen stellen, Insta, YouTube, irgendwo. Wir werden die beantworten, zumindest versuchen. Im Knast, weißt du, warte mal. Auch gute Frage, wo sind wir in den nächsten 10 Jahren? Also ich hoffe, erfolgreich und ja, auf jeden Fall nach oben. Tendenz nach oben steigend. Das ist schwer zu sagen, wo sieht man sich in 10 Jahren? Ich hoffe, erfolgreich und dass die Sachen bezahlt sind und einfach ein ruhiges, schönes, unbeschwertes Leben. Das ist mein Wunsch in 10 Jahren. Mein Fuhrpark, wir haben 13 Container, einen Hakenwagen, eine Scania, Mulde, Tiefbett, können wir auch alles mal zeigen, wollten wir sowieso mal machen. Dann haben wir 2 ZW95, diese 1 Kubiklader, 2 Minibagger, den Giant, den Kramer, einen 6,5 Tonner, 2 15 Tonnen Bagger, ein 21 Tonnen Bagger, was heißt ich, also der Bank gehört das alles, ne? Ich will es irgendwann mal besitzen. Die Raupe, ach so, und den großen Radlader noch, der im Kieswerk fährt. Also ich habe dasselbe mal meinen Chef gefragt. Ich sage, bist du eigentlich stolz drauf? Er hat gesagt, mal so, mal so. Ich sage, findest du das gut, was du machst? Also dieses Selbstständigsein, er sagt, mal so, mal so. Ich habe das nie verstanden. Und ich würde auch sagen, jetzt mal so, mal so. Du hast Tage, die sind geil und du hast Tage, wo du denkst, Alter, warum tue ich den Scheiß? Im Großen und Ganzen bin ich dankbar dafür, dass ich so ein tolles Team habe. Und ja, also ich sage ja. Du hast immer mal schlechte Tage, aber im Großen und Ganzen, ja, bin ich sehr dankbar drüber. Zicken ist frech gesagt keiner von den beiden. Beide laufen super gut, sind tolle Autos. Ja klar, die Elektronik, aber das hast du nicht nur im LKW jetzt, sondern auch in den Maschinen. Das ist halt der Berührungspunkt immer dazwischen Mensch und Maschine. Aber ansonsten, die laufen wunderbar. Ja, natürlich, bewerben immer, viele machen das über Insta, habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich sage, ich habe gar keinen Bock mehr auf Bewerbung. Weil was sich da manchmal bewerbt, ist echt peinlich und auch frech. Also wenn sich was ergibt, ist gut, aber natürlich bewerben immer gerne, wenn man was auf dem Kasten hat, dann an die E-Mail-Adresse. Ich habe Gartenlandschaftsbau gelernt. Ja. Meine Jungs, unterschiedlich. Wir haben Straßenbauer, Spediteure, Gartenbauer, also hauptsächlich Gartenbauer. Und Schlachter, einen Schlachter haben wir. Nein, wir sind selber ungebildet, wir können das nicht weitergeben. Ja, also wenn du eine Fläche kaufst, dann bist du dazu verpflichtet, dich schlau zu machen. Du kriegst dann einen Plan und dementsprechend wird dir dann vorgeschrieben, ob du sondieren musst oder nicht, ob das eine Verdachtsfläche ist oder nicht. Und das war in dem Fall aber nicht so. Also mussten wir nicht sondieren. Die Raupe war immer mein Traum. Okay, Leute, viel Spaß beim Vlog weiterhin.